sagt der Marco vom ehrlichen Essen. Ja, schon wieder ohne Intro heute. Was denn los? Was denn los? Ganz einfach. Wer das so ein bisschen verfolgt, der weiß, mein Kanal nähert sich den verrückten 200.000 Abonnenten. Und es wird Zeit, euch einen großen Wunsch zu erfüllen. Ganz, ganz oft, wirklich ganz oft, schreibt ihr mir, bring doch mal wieder angeschaut und nachgebaut. Das war alles eines meiner allerersten Videos mit dem Big Mac. Ja, so, guckt euch das an. 6 Jahre her und 20 Kilo später, oder wie sagt man. Egal. Und ich habe mich lange gezirrt. Ah, warum, weshalb, wieso. Aber eigentlich war das schon immer ein geiles Format. Und wer bin ich denn, dass ich auf eure Wünsche nicht Acht gebe? Ja? Und deswegen, herzlich willkommen bei einer Neuauflage. Ihr habt es so gewollt. Vom einzigartigen, fantastischen Angeschaut und Nachgebaut. Intro ab. Angeschaut und Nachgebaut. Ja, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute war eine Folge von Angeschaut und Nachgebaut. Den Big Mac hatten wir schon. Ja, den Klassiker von McDonald's. Und jetzt kommt das, was ihr euch auch so oft gewünscht habt. Macht doch mal einen Whopper. Also, losgefahren und einen Whopper geholt, weil zu angeschaut und nachgebaut gehört's, das Ding vernünftig unter die Lupe zu nehmen. Da ist er, der Whopper. Unverkennbar noch eingepackt. Also, unsere erste Aufgabe lautet es, auspacken. Ich mag ja diesen Moment, ne? Dieses Geknister, so kurz bevor der Burger rauskommt. Und da ist er schon. So, eben mal Papier weg. Und dann zack. Einmal so drumherum geflogen. Ja, der typische Whopper halt. Brötchen mit Sesam drauf. Man sieht schon ein bisschen Salat, Tomate. Es lässt sich hier auch das Patty erkennen und die Tomate. Ja, 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 aber das ganze Ding muss noch besser untersucht sein. Und dafür legen wir den Whopper erstmal auf eine Waage. So, da liegt er drauf und dann gucken wir mal, was er wiegt. 371,4 Gramm. Ja, für 4,39 Euro. Okay. Aber immer noch nicht genug hier mit den 271,4 Gramm. Angeschaut und nachgebaut heißt genau anschauen und möglichst genau nachbauen. Und deswegen muss jetzt alles, was hier drin ist, irgendwie auseinandergefriemelt werden, um herauszufinden, was ist. Ja, und das mache ich jetzt mal. Ja, so sieht das aus, wenn man den ganzen Kladderadatsch auseinander nimmt. Ihr seht hier also den Burger, Salat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Mayo, Ketchup, das Burgerbrötchen und mit Hilfe dieser Waage und dieser zweier Referenzbehältnisse habe ich das Ganze ausgemessen. Zum Ergebnis kommen wir jetzt. Ja, da liegen sie nochmal. Also all das, was beim Whopper dabei war. Ja, gemessen hier mit der Waage und mit Hilfe dieser Referenzbehälter immer schön Tara gezogen, also auf Null gestellt, bevor ich was Neues gewogen habe. Und die Ergebnisse sind: Salat haben wir 10 Gramm. Gurken haben wir 10 Gramm, Tomaten haben wir 30 Gramm, Zwiebeln 20 Gramm, Ketchup 10 und Mayo auch 10 Gramm, das Fleischpatty 80 Gramm und das Brötchen 100 Gramm. Schnell mal hier zusammengezählt, ergibt 270 Gramm. Okay, mir fehlt 1,4 Gramm oder es fehlen 1,4 Gramm. Ja. Habe ich wohl weggenascht. Weiß ich nicht, wo die geblieben sind. Nennen wir es mal Rundungsfehler. Zum Fleisch. 80 Gramm nach dem Braten bei 20 bis 25% Gewichtsverlust beim Braten gehe ich davon aus, das war mal ein 100 Gramm Patty. Dann wissen wir also ungefähr, was wir zu besorgen haben. Und genau das machen wir jetzt, denn nach angeschaut kommt nachgebaut. Da ist er, der Einkauf.
komplett für roundabout 9,70 Euro. Was heißt ungefähr? Genau 9,70 Euro. Aber natürlich von allen viel zu viel. Nur eben für all die, die es genau wissen wollen, meine Tomaten hier, die Dinger haben gewogen 0,546 Kilo, also 546 Gramm. Mein Eisbergsalat hat 708 Gramm. Ja, ein Kilo Zwiebeln, Brötchen im Viererpack, Rinderhack von der Theke, eingelegte Gurken, Tomaten hier, Ketchup da, Mayo. Und das muss jetzt ganz professionell mit einer ultra-Hollywood-mäßigen Blende und einem passenden Geräusch dazu zu den Portionsgrößen gemacht werden. Achtung! Fantastisch, oder? Ha, diese Videotricks. Also, hier liegen die Sachen, die gerade noch ein gesamter Einkauf waren, runterportioniert für einen Whopper. Zu Anfang das Brötchen, da denkt man jetzt, werden wir keine Probleme haben. Wir erinnern uns, das Burgerbrötchen von Burger King hatte 100 Gramm. Dieses hier hat, warte, bis es auf Null ist, 78 Gramm, oder? Doch, gut zu erkennen. Und dann wissen wir also auch, das sind keine 100 Gramm. Also musste ich mir ein bisschen helfen und habe jetzt einfach von dem einen Brötchen etwas mehr von der unteren Seite abgeschnitten, bei dem anderen Brötchen etwas mehr von der oberen Seite. Ihr seht, hier haben wir quasi die Gegenstücke dazu. Und die legen wir jetzt hier drauf. Ha, 97,5. Na gut, wir wollen nicht päpstlicher als der Papst sein. Den Rest holen wir uns übers Anrösten mit dem Restfett. Also, verzeiht mir, 2,5 Gramm. Mann, so ein Schlunz. Tja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Aber eine Pfanne. Meine Pfanne und rein mit dem Patty. Wir fangen an, den Burger zu machen. Zack. Bei diesem dünnen Stück Fleisch wende ich den Burger nach 2 Minuten. Ach, unsere typischen Grillstreifen. Jetzt salzen. Pfeffern. Das habe ich übrigens nicht eingekauft, weil Salz und Pfeffer gehörten wirklich in jeden Haushalt. Und auch so noch in 2 Minuten. Und nach 4 Minuten fertig. Rausholen. Auf geht's, Burger bauen. Das untere Brötchen, das liegt da schon. Und das kriegt jetzt Besuch wie bei Burger King von unserem Patty. Dazu jetzt die 10 Gramm Ketchup, die es waren. So. Mehr waren es nicht. Gefolgt von den Gurken. Wie gesagt, bei mir waren es, um die Grammzahl zu erreichen, nur 3. Dafür kommen die Zwiebeln jetzt hinterher. Und das waren bei mir mehr. Ne, nicht runterfallen hier. Dann Tomate. Und zum Schluss auf meinem hier angerösteten Deckel, weil die habe ich jetzt ja mit Mayonnaise zugeschmiert. Also angerösteter Deckel. Unsere letzten 10 Gramm, hier hinten seht ihr, Mayonnaise. So. Deckel drauf. Fertig ist mein Whopper. Das ist ja mein Whopper. Was denn? Ich habe den Salat vergessen. Ach Mensch, das wäre ja was geworden. Großkotzig nachbauen und dann den Salat vergessen. Also, jetzt ist er fertig. Mein Whopper. Da ist er in seiner gesamten Pracht. Fleisch, Zwiebeln, Tomaten. Irgendwo da drin auch Gurken, Salat. Ketchup, Mayo, Brötchen, geil. Der Whopper in meiner Version.
Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch nochmal. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch die Locken lässt, ne? Wie genau habe ich gearbeitet? Komm. Da, 273,2 Gramm. Ich mache nochmal hier Licht an. Zack. 273,1, wo auch immer das Komma 1 Gramm jetzt hin ist. Ich werde bekloppt. Kommen wir aber eigentlich zum fast Wichtigsten. Was hat jetzt uns eigentlich der Wopper gekostet, wenn man das vom Gesamteinkauf runterbricht? Und dafür, mal am Beispiel des Salates, habe ich das alles aufs Gramm genau runtergerechnet und dann auf die Portion wieder hoch. Heißt, der Salat hat 95 Cent gekostet, hatte ein Gewicht von 700 Gramm, das waren 708, noch was, ich habe 700 genommen, das heißt also 95 Cent, 0,95, geteilt durch 700, dann haben wir den Grammpreis mal 10 Gramm. Und das ergibt dann einen Preis von 0,014 Cent. Ja, zack, Preis dran. Und das gleiche habe ich mit allen anderen auch gemacht. Ja? Das Brötchen kommt so auf einen Preis von 0,496 Cent. Die Zwiebeln 0,018 Cent. Tomaten 0,075 Cent. Der Ketchup 0,019 Cent. Die Mayonnaise 0,034 Cent, die Gurken 0,052 Cent. Nur das Fleisch, und das ist ja auch das Wichtigste am Burger, das schlägt mit 0,798 Cent zu Buche. Er gibt alles zusammen, hier so dieses ganze Kladderadatsch-Zeug, 1,50 Euro, roundabout, hochgerechnet oder aufgerundet 1,51. Verkauft wird er für 4,39. Und dazu muss man ganz klar sagen, das entspricht Gastrostandard. Die zubereitete Speise etwa mal 3. Klingt erstmal komisch und teuer, aber naja, die haben ja noch ein paar Sachen zu zahlen. So. Da habe ich sie nochmal beide. Hier. Meiner. Oh, hier. Der von BK. Beides Whopper. Beides. Oder beide, um die 270 Gramm schwer. Der eine kostet 4,39, der andere um die 1,50. Aber locker bleiben. Das ist halt auch, also der hier, kein Burger, der eine ganze Belegschaft ernähren muss. Und noch ein Franchise-Nehmer und noch eine Mutterzentrale und. Zeigt aber auch, für diesen Preis könnt ihr fast dreimal den machen. Lecker sind sie beide. Warm ist nur noch der. Und den werde ich jetzt probieren. Mahlzeit! Also, es ist ein klassischer Burger. Und der kann halt was, ne? Tschüss, ciao, Marco vom Ehrlichen Essen. Und schreibt mal in die Kommentare, angeschaut und nachgebaut, was soll es beim nächsten Mal geben? Tschö! Und wenn keiner zukommt, guckt, kommt wieder zusammengebaut, weil wir wollen das Ding ja nachher auch noch wieder verköstigen irgendwie. Also, ich glaube, das war, wenn wir das mal schnell machen, zack, 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 dann kam die Tomaten, die Zwiebeln, so. Dann kam Tomaten, jawohl, der Salat hier oben drauf, die Mayonnaise aufs letzte obere Hälftchen hier und zack, haben wir wieder einen fertigen Popper. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.